die Richtung wird gar nicht so voll. Ich
Normalerweise könnten wir dann das Schild hier auch nochmal hinmachen, ne? Aber das ist in der Richtung. Ja, aber das ist im Osten immer so. Thank you.
nächste mögliche rechts.
roten BHs. Das war gut jetzt hier. Das, weil so ein Spaziergang, da konnte man hier mit der Leinführigkeit. Wilde, ne? Ja, die hat ja jetzt auch hier gemacht und getobt wie eine Wilde, ne? Also wenn wir da noch irgendwelche verirrten Leute mit Junghund sehen, müssen wir die noch hierher schicken. Ne? Mhm. Ja gut, die sind jetzt aber auch jetzt halb 12 haben die sich getroffen. Also, finde ich irgendwie schön, dass wir das heute gemacht haben. Das war ein toller Ausflug. Ja, war super. War auch schön, ja, wirklich jeder hat es. Hat sie was gesagt, mal die Tochter, ne, hat man ständig so, ja. Eigentlich war das mehr so ein Ausflug, oder? Das war ein Ausflug mit Training, das war toll, das war ein Lernspaziergang sozusagen, ne? Aber sie sagt ja auch, also jeder Spaziergang ist eigentlich Training, ne? Ja, mit der Schleppleine werde ich dann einmal am Tag machen mit ihr, das ist ein größerer Nachmittagsspaziergang, den mache ich dann noch mit der Schleppleine. Ja, das kann man sich ja hier mal merken, wenn man mit dem Hund wirklich mal raus will und spazieren. Ja, und schwimmen will. Ja. Ne? Ja. Ach, sobald ich da so tue. Das sind nur noch verirrte Junghunde, warte mal gerade. Ja. Da sind welche noch mit dem Hund, aber die sind. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das weiß man nicht. Das können auch die sein, eben. Ja. Ja. Noch nicht so viel gekommen, ne? Ja.
das wird jetzt noch mehr werden. Und das ist dann auch nicht schön. Weil sie hat immer Erfolg mit der Zieherei, ne? Ich gehe da gerne und dann kriegt man so Tipps. Vor allem so, die sagen einem das in dem Moment, wo man reagieren muss. Weißt du, aber bei Donner muss man wirklich so schnell sein, dass das so, wow, das ist echt so. Dieser Wilhelm so, ja, ach ja. Aber Donner so, oh, so wirklich. Also, die ist auch so, ja, die ist schon zu aufmerksam, ne? Bis der mal aus dem Fuschen kommt, dieser Hund, ja. Bei dem ist eher so, dass du kämpfen musst, dass du mal Aufmerksamkeit kriegst, ne? Und bei dir ist so, wenn du mit ihr was machst, die ist voll da. Voll, und heute habe ich auch zum ersten Mal mit dem Platz mit ihr das anders gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, ich mache das falsch mit der Hand. Und heute hat mir Marie gezeigt, wie es richtig ist. Hat sie auch sofort, weil alles gut. Weil sie sagt, auch eigentlich braucht sie gar keinen Mechanismus mit, die macht das eigentlich so. Ist auch so, ja. Werde ich jetzt Platz noch mal ein bisschen mit ihr ohne Leckerli machen. So nach und nach die Woche. Und so die Tage. Und dann bin ich nächste Woche, wenn ich so ein bisschen wieder selber so wieder so ein bisschen klarer bin, dann will ich mit ihr mal sitzen. Das Wort. Das später. Und ich finde es auch, weil man geht ja auch immer so rechts an Leuten vorbei, so, ne? Dass man dann mit ihr, dass man sie dann rechts an ja. Ich meine, sie ist dann zwar so an der Straße, aber das ist dann auch egal. Nicht immer. Das kommt drauf an, auf welcher Seite der Straße man geht. Und Autos sollen sie auch nicht an. Sie läuft so ja dann so blau. Also sie sagt, später kann sie auch auf der Seite dann laufen. Es ist nur, wenn man jetzt die Trainingsleckerlis gibt, muss man sich entscheiden, auf welcher Seite.
sowas, ja. Bestätigung haben. Ja. Sie will, sie will richtig mit einem kommunizieren. Also so dann, das geht auch mit der Stimme. Ne? Aber jetzt haben wir eben ganz viel mit Leckerlis auch gemacht, weil jetzt war ja alles so aufregend, da musste man sie da so bei der Stange halten. Ja, sie möchte immer bestätigt werden, dann, wenn sie so mit. Traurig und fertig, dass der Hund nicht dauernd so viel war.
langweilig. Da passiert nichts, warum soll ich da mitgehen? Ja. Der macht ja nichts mit mir. Ja, was soll ich da? Ja. Ja. Sie muss gefördert. Ja, ja. Auch das ist hier. Also das merken wir ja auch, wenn wir rausgehen und es, da muss immer was los sein bei Donna. Okay, wenn man wirklich morgens mal schnell und abends und nachts, da muss jetzt nichts, aber so am Tage, da muss schon was passieren, ja. Man selber muss auch spannend sein.